Den Schalkern ist es anzusehen, dass der ganz große Druck nicht mit nach Südfrankreich reist. Königsblau ist bereits für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Ein Sieg im letzten Gruppenspiel in Montpellier garantiert lediglich den ersten Platz. Videosequenzen werden wir uns mit Sicherheit vom Gegner nochmal angucken. Wir haben sie natürlich auch im Hinspiel noch so ein bisschen im Kopf, wo wir auch die bessere Mannschaft waren, wo wir uns das Leben nur selber letzten Endes schwer gemacht haben, indem wir in der 90. Minute dann noch den Ausgleich kassiert haben. Aber es ist eine gute Mannschaft, aber wir, denke ich, haben auch sehr viel Qualität. Das Selbstbewusstsein in der Bundesliga strotzte jetzt nicht so ungefähr oder unglaublich doll, aber ich glaube, Champions League ist ein anderer Wettbewerb und dementsprechend können wir da auch befreit auftreten. Verkehrte Welt. Schalke will sich das in der Bundesliga verloren gegangene Selbstbewusstsein in der Königsklasse zurückholen. Denn in den letzten 4 Ligapartien gab es keinen einzigen Sieg. Es rumort leise auf Schalke. Gewisse Unzufriedenheit kann ich natürlich schon verstehen, weil wir natürlich mit Sicherheit nicht die Resultate bringen, die wir uns auch erhoffen und die sich die Fans auch erhoffen. Aber man wünscht sich natürlich auch als Spieler, dass man dann auch die nötige Unterstützung bekommt, um dann auch vielleicht solche schwierigen Phasen, wie wir die vielleicht auch im Moment haben, dann auch gemeinsam gut zu überstehen. Also heißt es Krisenbewältigung statt Erholungstrip beim französischen Meister. Im Gegensatz zum Ligabetrieb präsentiert sich Schalke in der Champions League bislang prächtig. Dort haben wir uns, denke ich, großes Selbstbewusstsein erarbeitet im Laufe der Spiele. Wir haben noch keine Niederlage kassiert in der Champions League. Von daher können wir da schon mit breiter Brust auftreten. Natürlich haben wir in den Bundesliga-Partien in den vergangenen jetzt nicht den besten Fußball gespielt oder vor allen Dingen nicht so erfolgreich, wie wir uns das erhofft haben. Aber ich sehe doch keine Krise bei uns, wie viele es beschreiben. Es geht um das Selbstbewusstsein und einen Sieg. Der würde nicht nur den ersten Platz der Gruppe sichern, sondern immerhin auch 1 Million Euro Prämie einbringen.